Welche Isekai-Anime bekommen eine Fortsetzung? Die stelle ich dir alle vor. So ist es das Schönste, was einem Anime-Fan passieren kann. Sein Lieblings-Anime bekommt eine zweite Staffel. Heute gehen wir somit alle Fortsetzungen durch. Aber nur für die Isekai-Anime. Wie immer gilt, wenn ich mehr Videos zu Isekai-Serien machen soll, dann like das Video und schau bis zum Schluss. Dann weiß ich, dass es dir gefällt. Legen wir dann gleich süß los mit I've been killing slimes for 300 years, so I maxed out my level. Und das wirkt zuerst wie so ein Action-Anime, wo unser Protagonist extrem stark wird und ja, das ist auch der Fall, aber es ist eher dann doch eine entspannende Serie. Unsere Protagonistin killt halt die ganze Zeit Schleime, merkt gar nicht, dass sie extrem stark wird und deswegen kann sie eigentlich jetzt keinen Gegner mehr was anhaben. Sie ist einfach viel zu stark. Es kommt zum Beispiel ein Drache vorbei, der will sie herausfordern, stellt sich aber am Ende des Tages heraus, dass das einfach nur ein nettes Mädel ist, so nach dem Motto, und die kommt dann jetzt regelmäßig bei ihr vorbei. Also ist eher so eine süße Serie. Wer darauf Bock hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Auf ein Abenteuer gehen wir dagegen wieder mit der Faraway Paladin. Und dieser Anime hat sich ja ziemlich an Mushoroku Tensei orientiert, hat auch der Autor zugegeben, hat große Probleme, war nur, der kam zur gleichen Zeit raus. Und deswegen haben natürlich viele sich eher auf Mushoroku Tensei fokussiert und weniger auf der Faraway Paladin. Wer also diese Serie so ein bisschen übersehen hat, kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Bekommt auch eine zweite Staffel, wurde relativ schnell nach der ersten Staffel angekündigt. War also scheinbar geplant, dass es da weitergeht. Ich glaube, so erfolgreich war es dann nun auch wieder nicht, dass man jetzt gleich gesagt hat, oh mein Gott, wir müssen eine zweite Staffel produzieren. Aber ja, es wurde auf jeden Fall eine zweite angekündigt. Kirito in einem Isekai-Anime ist dagegen wieder Sere Gensuki. Wer also Anime mit Schwertern mag, beziehungsweise einen Protagonisten, der hier und da mal sein Schwert schwingt und ein paar Frauen befreit, beziehungsweise rettet, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist auf jeden Fall ganz nett und recht beliebt. Bekommt natürlich auch eine zweite Staffel. So muss das sein. Richtig lustig ist dann wieder Konosuba. Ja, auch da geht es weiter mit einer dritten Staffel. Haben ja viele gar nicht mehr damit gerechnet. Problem ist, das Charakterdesign und Studio hat sich geändert und mal schauen, ob das alles noch so gut wird. Wo ich aber hundertprozentig sicher bin, dass das super wird, ist das Spin-Off zu Megumin. Ja, auch Megumin bekommt einen Spin-Off. Finde ich auf jeden Fall super, wenn ein Anime nicht nur eine dritte Staffel bzw. Fortsetzung bekommt, sondern dann auch gleich einen Spin-Off. Da merkt man, dass die Anime-Industrie bzw. die in Japan auf jeden Fall Vertrauen in die Serie haben. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Megumin ist natürlich auch ein sehr beliebter Charakter. Werden wir dann, glaube ich, die Backstory zu ihr dann ein bisschen näher erfahren. Richtig ernsthaft dann wieder ein kompletter Kontrast ist Saga of Tanya the Evil. Da bin ich immer am Diskutieren mit mir selber. Soll ich das als Isekai-Anime empfehlen, weil er ja dann doch in eine eher andere Richtung geht? Aber hier merkt man auch mit Saga of Tanya the Evil, wie beschränkt teilweise das Isekai-Genre ist. Also eben auf diese typischen Fantasy-Settings in dem Mittelalter. Weil, warum nicht einfach mal in ein Kriegssetting denjenigen reinschicken? Und ja, Saga of Tanya the Evil sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, ist super. Viele waren eher enttäuscht, als der Film angekündigt wurde, weil das ist immer so ein bisschen schwierig. Also die meisten wollen eigentlich eine zweite Staffel haben, nicht unbedingt einen Film, aber auch der Film ist super. Aber deswegen waren auch sehr viele froh, dass es dann eine zweite Staffel geben wird. Habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich damit gerechnet, aber schön, dass er dann doch erfolgreich genug war, dass man eine zweite Staffel dazu produzieren wird. Auch einen Film bekommt Overlord und der hat wirklich eine gewisse Kontroverse ausgelöst, denn dieser Arc, der in diesem Film adaptiert wird, der Holy Kingdom Arc, wurde einfach mal in der vierten Staffel rausgestrichen bzw. übersprungen. Und das war dann für manche so ein bisschen weird, weil man dann plötzlich halt den Arc einfach übersprungen hat, so ein bisschen in der Geschichte vorangeschritten hat. Manche haben es wiederum nicht gemerkt, deswegen so katastrophal war es jetzt nun auch wieder nicht. Aber nun, wir werden es sehen, das große Problem mit dem Holy Kingdom Arc wird sein, wann kommt dieser Film zu uns? Wir wissen nicht mal, wann er in Japan rauskommt und bis er dann zu uns kommt, das wird schwierig werden, denn ob KSM diesen Film zu uns relativ zeitnah in die Kinos bringt, ich glaube es nicht. Also der wird dann wahrscheinlich auf DVD und Blu-ray erscheinen. Das glaube ich dann eher. Aber nun, wird sicherlich noch dauern. Ich rechne so 2024 damit, wenn überhaupt. Schon empfohlen habe ich dir im letzten Video Tsukimichi Moonlight Fantasy. Ist ein Isekai-Anime mit einem extrem starken Protagonisten, der auf eine Spinnendame trifft und auf eine Drachendame. Wer also darauf Bock hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich werde dir das Isekai-Video auf jeden Fall noch am Ende verlinken. Also schau da auf jeden Fall da mal rein. Aber ja, machen wir dann weiter wieder mit einer süßen Serie und zwar Kuma Bär. Da freuen sich auch viele drauf, dass es da weitergeht. Ist eine süße Slice of Life Isekai Serie bzw. MMO Serie. Wer also darauf Bock hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Erinnert somit ziemlich an den Slime Anime. In diese Richtung geht das dann. Wieder actionreich und düster wird es dann in Arifureta mit unserer Vampirdame Yue. Ich muss sagen, die zweite Staffel ist leider bei uns so ein bisschen untergegangen durch Anivas, aber die zweite Staffel hat halt
halt einigermaßen gute Animationen. Auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als Staffel 1. Staffel 1 konnte aber dagegen wieder eher mit der Story überzeugen, weil halt diese Prämisse, also from commonplace to world strongest, kann man halt nur einmal so wirklich machen und das wirkt halt in der ersten Staffel so ein bisschen besser umgesetzt, aber nun wenigstens konnte die zweite Staffel dann mit den Animationen überzeugen und die dritte Staffel wird dann hoffentlich in die Fußstapfen der zweiten beziehungsweise in die Story der ersten reintreten und dann alle Fans wieder begeistern. Wir werden es sehen, wann die dritte Staffel erscheint, wissen wir aktuell noch nicht. Wieder komplett überdreht ist The Fruit of Evolution. Da geht es darum, dass ein Gorilla hier zu einer netten Dame wird durch diese Frucht und unser etwas dicklicher Protagonist wird zu einem gut aussehenden Typen. Aber ja, schaut da auf jeden Fall mal rein, ist überdreht lustig. Staffel 1 gibt es natürlich bei Crunchyroll. Es geht im Januar 2023 weiter. Genau, da wissen wir schon, wann es da weitergeht. Leider bei den meisten Serien noch nicht. Auch wissen wir, wann es weitergeht bei The Grace of the Gods, nämlich auch im Januar 2023. Und da geht es um einen Protagonisten, der ganz viele Slime als Haustier hat. Wer also sich denkt, ja, das ist genau die Serie für mich. Ich mag Slime auch so sehr. Der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist eine süße Slice of Life Abenteuerserie, Isekai-Serie. Auch wieder eher entspannt, aber dann doch mit deutlich mehr Action ist Bofuri I Don't Want to Get Hurt, So I'll Max Out My Defense. Und der Titel beschreibt es natürlich mal wieder perfekt. Unsere Protagonistin levelt nur auf Defensive und wird dann in dem Bereich auch ziemlich stark. Ist so ein bisschen das Kind von Kirito und dem Shield Hero, sagt man immer wieder als Gag. Aber ja, wer darauf Lust hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Wie gesagt, ist ziemlich süß, ist ziemlich ruhig. Aber hat dann auch hier und da mal seine Action-Passagen. Wer also darauf Bock hat, sollte da reinschauen. Überraschend eine Fortsetzung bekommen hat In Another World with My Smartphone. Und warum sage ich überraschend? Weil es schon 6 Jahre her ist, dass die erste Staffel erschienen ist. Nämlich 2017, also nicht genau 6 Jahre, aber die zweite Staffel soll halt 2023 erscheinen. Und das sind dann halt 6 Jahre. Ich finde das immer crazy mit der Anime-Industrie, wie lange sie sich teilweise dafür Zeit lassen. Stellt euch das einfach mal vor mit Game of Thrones. Zwischen jeder Staffel gibt es irgendwie 6 Jahre Pause. Nun, es soll weitergehen, also schön auf jeden Fall für die Fans. Ich muss sagen, ich mag den Anime nicht so sehr. Ich mag auch den Harem null. Ich finde die Charaktere irgendwie alle uninteressant. Aber die neuen Charaktere, die hier oben dazukommen, sehen ganz nett aus. Also deswegen mal schauen. Vielleicht werde ich dann noch weiterschauen, damit ich dann halt die zweite Staffel auch mit euch besprechen kann, ob sie dann wirklich so schlimm ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Beziehungsweise wie ich es in Erinnerung habe. Mal mit einer weiblichen Protagonistin ist dann The Saint's Magic Power is Omnipotent und der erinnert ziemlich an Shield Hero, denn unsere Protagonistin wird auch beschworen, wird dann aber verstoßen, weil sie nicht die richtige Heldin ist und muss jetzt halt Tränke mixen. Aber auch da ist sie ziemlich gut drinne und kann damit dann überzeugen mit ihren Heilfähigkeiten. Ist eine ganz nette Serie, den Manga gibt es auch bei uns und ehrlich gesagt noch mehr freuen tue ich mich auf Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Ah, ich freue mich so sehr, wenn es da weitergeht mit dieser fantastischen Isekai-Serie. Ja, Staffel 1 hatte ihre Probleme, gerade der Protagonist hier und da mal ein paar Szenen. Nicht so dolle, aber trotzdem, die Serie ist einfach fantastisch, die Welt ist super, Eris ist einfach, oh mein Gott, also meine Güte, einer der besten Charaktere in diesem Anime. Ich hoffe auch, wenn diese Serie extrem erfolgreich wird, dass vielleicht dann auch Eris eine komplette Serie bekommt, nur für sie. Das wäre auf jeden Fall fantastisch. Also ja, Mushoku Tensei ist super, kommt nächstes Jahr raus. Die werden wir dann auch auf Twitch regelmäßig besprechen, natürlich auch hier auf YouTube, aber nicht so häufig. Deswegen, also das wird auf jeden Fall lustig werden. Was ich auch cool finde, ist, dass man etwas hat, worauf man sich nächstes Jahr freuen kann. Deswegen, also das zu 99% wird diese zweite Staffel wieder super werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ja, Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. Wer diese unglaublich gute Isekai-Serie noch nicht gesehen hat, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt es bei Crunchyroll und bei Wakanim. Eher enttäuscht hat uns dagegen The Rising of the Shield Hero. Muss man leider sagen, Staffel 2 war so ein bisschen schwierig. Viele haben gesagt, auch vom Light Novel ist das jetzt nicht so interessant und es geht eher darum bei der zweiten Staffel, ja, wir müssen jetzt schnell die Geschichte vom Light Novel adaptieren, damit wir dann zur dritten Staffel kommen. Das große Problem ist nur, wir wissen nicht mal, wann die dritte Staffel rauskommt. Ich habe ja fest damit gerechnet, dass das am Ende der zweiten Staffel angekündigt wird, dass man halt jetzt so sagt, gerade weil die zweite Staffel auch nur 13 Folgen oder sowas bekommen hat, also nicht mal 24 wie die erste, dass man jetzt sagt, okay, wir kündigen jetzt 6 Monate später, kommt dann halt auch die dritte Staffel. Aber nein, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich darauf Bock habe, Heroes and Their Regrets. Wir haben ja nicht mal einen Trailer oder sowas erhalten. Also, weiß ich nicht, ob man da so ein bisschen
Shield Hero den Todesstoß mit dieser späten oder gar keinen Ankündigung gegeben hat. Wir werden es sehen. The Rising of the Shield Hero soll auf jeden Fall weitergehen. Zumindest die erste Staffel ist auf jeden Fall fantastisch. Und auch in der zweiten Staffel gibt es immer wieder gute Episoden. Also diese Episode, die sich auf Raftalia fokussiert hat, die war fantastisch. Aber alles mit der Schildkröte zum Beispiel war eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Beziehungsweise auch danach gab es Folgen, die einfach nicht gut aussahen und die einfach nicht so dolle waren von der Story her. Auch schwierig wird werden, My Next Life as a Villainess bekommt nämlich einen Film. Und bis dieser zu uns kommt, das wird dauern. Also ähnlich wie mit Laidback Camp, da sehen wir es ja auch gerade. Der macht dann in Japan erstmal seine Runde. Wir wissen nicht mal, glaube ich, bei dem Film, wann der raus. Doch, 2023. Also es wird allein deswegen schon dauern. Und dann, bis der dann in Japan rauskommt und dann zu uns kommt, das wird auf jeden Fall dauern. Da wird vielleicht schon die dritte Staffel angekündigt worden sein. Mal gucken. Aber ja, My Next Life as a Villainess, wer gerade I'm Taming the Final Boss schaut, der weiß, in welche Richtung das geht. Wer also diese Serie mag, kann da auf jeden Fall auch reinschauen. Auch mit 2 Folgen soll es weitergehen mit Harem in the Labyrinth of Another World. Ist ja eine ganz nette Serie, die sich so ein bisschen mit ihrem Ende alles verschossen hat. Aber nun, am 24. November soll es dann weitergehen. Haben wir ja schon regelmäßig drüber geredet. Das Schöne ist, dass man diese Serie auch so halb unzensiert jetzt bei Crunchyroll schauen kann. Zumindest viele wichtige Sachen sind halt jetzt unzensiert. Gibt hier und da immer noch Schwarzblenden, aber es ist deutlich besser als vorher. Zur gleichen Zeit kommt lustigerweise auch der Slime-Anime raus, beziehungsweise der Slime-Film. Am 24. November ist es dann soweit. Ist sicherlich cool. Dieser Film kommt dann auch Anfang 2023 zu uns in die Kinos. Hoffentlich irgendwann mal zu uns in die Kinos kommt Sword Art Online Progressive. Der ist jetzt erschienen in Japan, der 2. Teil. Und von Peppermint gibt es dazu immer noch keine Antworten. Ich würde aber auch ehrlich gesagt nicht mehr nachfragen. Also Peppermint wird eigentlich in jedem Stream dazu gefragt und sie sagen immer, nein, wir haben dazu noch keine neuen Infos. Und ich glaube, Peppermint ist sich bewusst oder beziehungsweise wir müssen uns auch bewusst sein, es liegt nicht daran, dass nicht genug Leute Interesse an dem Film haben. Also dass Peppermint so überlegt, soll man den jetzt zu uns in die Kinos bringen oder soll man den nur auf DVD und Blu-ray packen? Ich glaube, Peppermint ist sich da eindeutig bewusst, dass man den ins Kino bringen könnte, aber in Japan gibt es halt Lizenzprobleme. Ich glaube, soweit ich das weiß, man weiß nicht, soll man dem Film jetzt Crunchyroll zur Verfügung stellen oder eben Peppermint, weil da ganz viel hin und her gekauft wurde. Das eine Unternehmen ist das Tochterunternehmen des anderen. Die einen haben Kooperationen mit den anderen abgeschlossen und so weiter und so fort. Ich finde es halt nur echt schade. Da würde ich dann persönlich vielleicht eine Kooperation machen, vielleicht zwischen Crunchyroll und Peppermint, um dann den Film zu uns in die Kinos zu bringen. Ich weiß nicht, welche Lösung man da finden kann, aber so wie es aktuell ist, ist es auf jeden Fall dämlich, weil Leute werden langsam wahnsinnig, wollen unbedingt den Film schauen, weichen vielleicht noch auf andere Möglichkeiten aus. Und das muss ja nicht sein, weil die meisten würden gerne ins Kino gehen und dann dieses Erlebnis haben. Wird sicherlich ganz cool werden. Also die meisten finden, glaube ich, Progressive die neue Light Novel beziehungsweise der 1-Grad-Arc, der da nochmal ausführlich adaptiert wird, richtig gut. Deswegen, also das kann auf jeden Fall was werden. Mal schauen. Wir werden es sehen. Aber ja, Sword Art Online Progressive, der 2. Teil, ist in Japan gestartet. Für noch mehr gute Isekai Anime, klicke auf die Playlist oben rechts. Und für noch mehr gute Anime aus der neuen Season, klicke auf das Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Auf welche Isekai-Fortsetzung freust du dich am meisten? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann.